what hurts in the case of Apple is that the stock has gone up. And we'd much rather have the stock, and I'm not proposing anything be done about it, but we'd much rather have the stock at a lower price so we could buy more stock. Hallo und herzlich willkommen zu Aktienwelt. Ich bin Andrei. Vorab der Hinweis, das Video stellt keine Beratung oder Empfehlung dar und ich bin auch selbst in Berkshire investiert. Alle Aussagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen von mir übersetzt. Aber natürlich können hier Fehler passieren, deshalb gibt es keine Garantie für die Richtigkeit und die Quelle vom Shareholder Meeting findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich will dir heute in Anführungszeichen das Problem von Berkshire Hathaway mit Apple zeigen. Das ist aus dem Shareholder Meeting aus dem Jahr 2019, aber es passt besser denn je auf die heutige Situation und das ist wirklich interessant. Schauen wir uns hierfür zunächst einmal die Fragen aus dem Shareholder Meeting 2019 an. Question on technology and company's biggest holding now. Given that Apple is now our largest holding, tell us more about your thinking. What do you think about the regulatory challenges the company faces, for example? Spotify has filed a complaint against Apple in Europe on antitrust grounds. Elizabeth Warren has proposed ending Apple's control over the App Store, which would impact the company's strategy to increase its services businesses. Are these criticisms fair? Also einmal kurz auf Deutsch zusammengefasst. Er stellt eine Frage zur größten Beteiligung von Berkshire, also Apple. Was denken Sie über die regulatorischen Herausforderungen, mit denen sich Apple beschäftigen muss oder eben mit denen Apple zu kämpfen hat? Dann werden noch Beispiele genannt. Im Jahr 2019 hat sich Spotify mit Apple angelegt, also sie haben eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. Spotify hat es zum Beispiel nicht gepasst, dass Apple an den Abos von Spotify mitverdient. Apple bekommt eine 30%ige Provision auf App Store Käufe und In-App Abonnements. Und so musste Spotify die Preise auf 12,99 € erhöhen, um 9,99 € zu verdienen. Und Spotify sagt, das ist ein unfairer Vorteil für Apple, denn so können sie ja gar nicht mit Apple Music, die 9,99 € kosten, konkurrieren. Also ich finde, das ist definitiv ein rationales Argument. Elizabeth Warren hat vorgeschlagen oder beantragt, dass Apple den App Store nicht mehr kontrolliert. Sie ist eine Juristin und Politikerin der Demokratischen Partei und sie sitzt auch im Senat. Sie will aber nicht nur die Macht von Apple reduzieren, auch Facebook, Google und Amazon sind schon damals in ihrem Visier gewesen. Das hätte dann zur Folge, dass die Services von Apple eingeschränkt werden würden. Buffett wird dann gefragt, ob er diese Kritik für fair hält. Schauen wir uns jetzt einmal seine Antwort darauf an. Well, again, I will tell you that all of the things, points you've made, I'm aware of and I like our Apple holdings very much. I mean, it is our largest holdings. And actually, what hurts in the case of Apple is that the stock has gone up. And we'd much rather have the stock. And I'm not proposing anything being done about it, but we'd much rather have the stock at a lower price so we could buy more stock. And importantly, if Apple, I think they authorized another $75 billion the other day, but let's say they're going to spend $100 billion in buying in their stock in the next 3 years. You know, it's very simple. If they buy it at 200, they're going to get 500 million shares. They've got 4,600,000,000 out now, and so they'll end up with 4.1 billion under that circumstance. If they're buying it at 150, they buy in 667 million shares. And instead of owning what we would own the first case, we now the divisor would be less than 4 billion and we'd own a greater percentage of it. So in effect, a major portion of earnings, at least possibly, it's at least been authorized, will be spent in terms of increasing our ownership without us paying out a dime, which I love for a business, a wonderful business. And the recent development, when the stock has moved up substantially, actually hurts Berkshire over time. We'll still do, in my opinion, we'll do fine, but we're not going to get into, we're not going to dissect our expectations about Apple, you know, for people who may be buying it against us tomorrow or something. We don't give away investment advice on that
for nothing. But we have all the things you've mentioned. Obviously, we know about. We know some. We've got a whole bunch of other variables that we crank into it, and we like the fact that it's our largest holding. Charlie. Well, in my family, the people who have Apple phones, it's the last thing they'll give up. Jetzt einmal zusammengefasst. Alle Punkte, die erwähnt wurden, sind ihm völlig bewusst. Er mag aber Apple sehr und es ist eben die größte Beteiligung von Berkshire. Was eigentlich bei Apple schmerzt, ist, dass der Kurs hochgegangen ist. Und wir hätten es viel lieber, die Aktie bei einem günstigen Kurs zu haben, damit wir mehr davon kaufen könnten. Eine Ergänzung von mir. Ich finde das wirklich sehr interessant, denn es passt auch sehr gut auf die aktuelle Situation und das war auch der Anlass für dieses Video. Das heißt, das Problem ist, er hätte gerne mehr Apple-Aktien gekauft. Man muss sich hierzu aber auch einmal die Entwicklung von Apple anschauen. Wenn wir alleine den Zeitraum vom Januar 2019 bis zum Mai 2021 anschauen, dann hat Apple eine unglaubliche Entwicklung von ca. 220% hingelegt. Das Shareholders Meeting war am 4. Mai 2019 und alleine im Jahr 2019 hatte Apple einen Anstieg von ca. 45% hingelegt. Natürlich hat Berkshire seine Position nicht komplett im Januar 2019 gekauft, dennoch war der Kurs bereits im Mai 2019 zu hoch. Und deshalb hat er nicht mehr nachgekauft. Wir haben eben seit dem Mai 2019 aber noch einmal einen Anstieg von ca. 120% hingelegt. Für Berkshire an sich sehr, sehr gut, aber natürlich stellt sich die Frage, ob Apple damit aktuell nicht schon zu stark überbewertet ist. Buffett ist dann noch weiter auf Aktienrückkäufe eingegangen. Er hat gesagt, nehmen wir einmal an, sie kaufen für 100 Milliarden Dollar Aktien zurück in den nächsten 3 Jahren. Wenn sie es bei einem Kurs von 200 Dollar kaufen, bekommen sie 500 Millionen Aktien. Dann nennt er noch ein zweites Beispiel mit einem Kurs von 150 Dollar. Ein Einschub von mir, das war alles ja noch vor dem Aktiensplit, deshalb nicht wundern wegen den Aktienkurs. Weiter mit Buffett. Ein Großteil der Einnahmen wird für die Erhöhung unseres Anteils an Apple ausgegeben, ohne dass wir dafür einen Cent ausgeben müssen und bei wundervollen Unternehmen liebe ich das. Die aktuelle Entwicklung, also dass die Aktie erheblich gestiegen ist, schmerzt Berkshire mit der Zeit. Wir vertreten aber immer noch die Meinung, dass wir es gut machen werden und dass es Berkshire einfach gut gehen wird. Aber wir werden unsere Erwartungen an Apple nicht für Menschen präsentieren bzw. aufgliedern, die Apple vielleicht morgen gegen uns kaufen. Wir geben keine Investmentratschläge, aber alle Dinge, die in der Frage angesprochen wurden, darüber wissen Sie Bescheid und Sie haben noch andere Dinge, über die Sie grübeln und Sie mögen den Fakt, dass es die größte Beteiligung von Berkshire ist. Ich glaube, Charlie seinen Part brauche ich nicht übersetzen, seine Familie mag einfach Apple. Zum 31.12.2020 hatte Apple einen Anteil von ca. 43% im Portfolio von Berkshire. Man muss aber dazu sagen, sie hatten ihre Position im Jahr 2020 um ca. 6% reduziert. Wieso sie das gemacht hatten, wurde auch im Shareholder Meeting 2021 gefragt und Buffett meinte, das war ein Fehler. Das aktuelle Meeting habe ich dir auch in einem Video zusammengefasst. Ich blende es dir oben einmal ein. Interessant ist auch das Thema Aktienrückkäufe. Buffett nennt ja das Beispiel mit 100 Milliarden Dollar und Apple hat ja vor kurzem das Rückkaufprogramm um 50 Milliarden aufgestockt auf jetzt 90 Milliarden Dollar. Also verdächtig nahe an Buffett seinem Wert, aber das konnte 2019 weder Buffett noch Tim Cook wissen. Von dem her ist das meiner Meinung nach einfach nur Zufall. Apple nimmt ja noch ein wenig Fremdkapital dafür auf, also 8,5 Milliarden Dollar sind absolut gesehen natürlich nicht wenig Geld, aber in Relation zu den Barmitteln von ca. 83 Milliarden Dollar ist das halt nicht wirklich viel. An sich hat Buffett ja noch in 2019 gesagt, dass er Rückkäufe gut heißt, weil sie ohne Kosten für Berkshire den Anteil an Apple erhöhen. An sich ist das ja natürlich gut, aber meine Meinung zu Aktienrückkäufen ist, ja, aber nicht zu jedem Preis. Zu diesem Punkt hätte mich Buffett seine Meinung noch sehr, sehr gerne interessiert. Vielleicht kommt diese Frage im Jahr 2022. Letztendlich hätte Berkshire also massiver in Apple einsteigen sollen und in 2020 hätten sie die Position nicht reduzieren sollen.
Natürlich kann man ihm das jetzt vorwerfen, aber ich sehe das aus einer anderen Sicht. Ich finde es bemerkenswert, dass Buffett sich auch mit 90 Jahren noch hinstellt und offen über seine Fehler spricht. Letztendlich kosten auch mir als Berkshire-Aktionär diese Fehler letztendlich Geld. Wenn ich mich darüber aber beschweren würde, würde das implizieren, dass ich es wesentlich besser machen könnte und komplett fehlerfrei wäre. Und das ist niemand von uns, auch wenn es die wenigsten zugeben. Ich werde Berkshire noch lange halten. Wenn du wissen möchtest, was ich noch im Depot halte, findest du das im Mitgliederbereich. Dort stelle ich dir mein Depot als Value Investor vor. Ich hoffe, du konntest neue Informationen aus dem Video mitnehmen. Ich fand die Aussagen von Buffett passen sehr gut auf das Jahr 2021 und damit bis zum nächsten Mal.